ihr Lieben, herzlich willkommen in Lüneburg, einer der schönsten norddeutschen Städte. Und nicht umsonst ist das hier mal meine Heimat gewesen. Hinter der Kamera ist niemand anderes als Janine. Einen großen Applaus also für alles, was heute mit der Kamera passiert, ist sie verantwortlich. Ich habe hier was ganz Besonderes vor, weil ich interessiere mich ja eigentlich brennend für Solar, Bustechnik, alles, was damit zu tun hat. Das ist ja nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch mein großes Hobby. Und heute habe ich einen Termin bei Wattstunde. So, und wie die arbeiten, wie die leben und was die da machen, möchte ich mir heute mal ganz besonders angucken und habe mir gedacht, ich nehme dich dabei einfach mal mit. Also, ich habe einen Termin mit Noah, let's go. Wattstunde. Hier sind vor der Tür schon so ein paar Solarpanel aufgebaut. Muss ich den Einstrahlwinkel nochmal überprüfen? Moin, moin! Ja? Holt mich mal einer ab hier bitte. Moin, mein Lieber! Na? Was geht? Wie geht's dir? Sehr gut. Schön, dass ihr hier seid. Hi! Hamburger Jungs, Alter. Stehen die ganzen Noah, geilen Sachen. Komm mal her. Noah? Ja, mein Bester. Was geht? Ne? So. Alles frisch? Was wollt ihr für die tun? Ich will einfach alles erfahren, anfassen, anlecken, anriechen. Ich will gucken, was ihr hier Geiles macht. Also heute gibt es hier ganz viele schöne Sachen zu sehen. Wir werden das hier alles entdecken. Ich gucke mir das gleich mal ganz in Ruhe mit euch an. Okay, also falls ich mal irgendwie auf meiner Almhütte blackout-mäßig, dann brauche ich so ein Apparat. Da kannst du mehrere Wochen mit klarkommen. Das sind einfach mobile Powerstations. Jetzt hast du hier noch. Aber sind die von euch? Nee, ne? Die ist von EcoFlow. Also ich habe ja hier meinen Computer aktuell drüber laufen. Mhm. Ich komme dann irgendwie 3 Tage aus. 3 Tage? Ja, mit einem Akku. Ganz ehrlich. Mit einem Akku, ja. Okay, alright. Hier ist das sind 300 Ampere schon Lithium-Akku. Also eigentlich ist das eine Tasche. Ach, hör doch auf. Das Geile ist, du kannst davon 6 Stück zusammenschließen. Ne? 6 Stück. Und damit hast du 25 kW. Ich dachte tatsächlich, dass die nur so ein bisschen ein auf Hobby machen. Nix. Das ist ein richtig ernst. Vollgas auf. Wir machen hier mobile SUV. SUV. USV-Lösung. Man kann eine Powerstation praktisch nutzen, um ein Großraumbüro mit 40 Workstations eine Stunde abzufedern. Was soll ich machen? Ja, was ist? Hier, das so. Ist da alles drin. Was ist? Okay, jetzt habe ich. Danke, tschüss. Okay. So. Ja, grundsätzlich ist uns das auch wichtig, das Feedback vom Kunden. Vielen Dank. Ne? Denn wir sind keine einfache Handelsmarke, sondern wir sind Hersteller. Also ich habe so viel mit dem schon gemacht, egal ob man den hinhängen kann oder auch mit den Saugnäpfen, ja, oder sowas. Ist alles möglich. Das natürlich. War ja auch das Ding. Was ich auch ziemlich geil finde, ist, dass die Ringösen aus Edelstahl sind. Also selbst im Regen habe ich die Dinger mal draußen gelassen. Ja. Beispielsweise die Bulli-Fraktion, Fiat Ducato, die passen hinter die Windschutzscheibe. Jo. Ich meine, es ist natürlich so, dass wir den 120er im Grunde explizit für die VW-Busse gemacht haben. Ne? Ihr fahrt, glaube ich, einen T3. Ja. Ja. Den gibt es ja auch in 2 Versionen, ne? Habe ich gesehen. Auch von der Spannung her. Ach, du meinst in High Voltage. Wo ist denn da jetzt genau der Unterschied? Weil ich habe jetzt herausgefunden, dass die Maximalleistung, weil ich mit einem Freund unterwegs war, der hat den normalen gehabt und ich hatte den HV mit. Mhm. Und es war sehr ident auf die zweite Nachkommastelle. Was macht den denn jetzt eigentlich besser, High Voltage? Ihr habt natürlich wahrscheinlich in einem Moment miteinander verglichen, wo die Lichtverhältnisse optimal waren. Ja, sicher. Ja? Also du musst messen. Kroatien, Sonne, 12 Uhr. Ja, ja. Dann misst mal morgens oder misst mal abends oder wenn du rausguckst und die Lichtverhältnisse nicht optimal sind. Ja. Dann wirst du einen Unterschied feststellen. Mit der High Voltage Version würde der Laderegler einfach eine größere Range haben, um seine Arbeit aufzunehmen. Gerade bei schlechteren Lichtverhältnissen kannst du denn davon ausgehen, dass deine Variante früher anfängt zu laden und die von deinem Kollegen erst später anfängt. Weil er die Spannung früher aufbauen kann. Genau. Also weil er sagt, okay, ich brauche eine gewisse Spannung, um einen Ladestrom zu haben. So ist es. Der Laderegler braucht immer eine gewisse Spannung, eingangsseitig vom Modul. Ja. Und wenn natürlich eine große Range ist und dementsprechend die Lichtverhältnisse vielleicht nicht ganz so optimal, dann haben wir von Wattstunde gesagt, wir bauen eine High-Voltage-Variante. Ja. Das sieht man auch hier vorne ganz gut. Die sind so ein bisschen unterteilt, die Zellen. Diese Zelle? Ja. Ja, das ist die einfache Zelle. Das ist eine High-Voltage-Variante, genauso ist es. Ach, das hier. Das ist
optisch der Unterschied, genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Und unsere neuen Sunfolder haben übrigens auch alle Bypass-Diode. Das heißt, du könntest mehrere Sunfolder miteinander verschalten. Ja. Das ist natürlich gerade bei solchen großen Kalibern wie bei der EcoFlow, die große Eingangsleistung benötigen, sehr wichtig. Das heißt, ich kann die wirklich in Reihe schalten. Das heißt, wenn ich oder parallel, ist egal. Das ist natürlich auch geil wegen Spannung hochziehen, ne? Genau, so sieht's aus. Das habe ich vermisst. Das ist tatsächlich ein Thema. Das ist auch wieder sowas, da haben wir von den Kunden das Feedback bekommen. Das mussten wir technisch umsetzen. Ja. Aber das kommt, das Update, ja. Das ist super geil, weil das ist tatsächlich etwas, was ich vermisst habe in Kroatien. Nee. Da ist der Lenz. Ha, guck mal. Ja, da ist er. Das ist genau das, was ich gebraucht hätte, was wir hier mit unserem kleinen Inside Out noch ein bisschen zeigen wollen. Das ist halt nicht nur irgendwie so ein Online-Shop ist, sondern deswegen bin ich eigentlich auch zu Wattstunde gekommen, weil ich plötzlich gedacht habe, ich wurde verstanden. Wir sind serviceorientiert, beratungsorientiert, das ist uns wichtig und deshalb ist es schön, dass ihr alle da seid heute. Ne? Geil. Ich will was sehen jetzt. Grundsätzlich, wir haben nachher einfach einen Kunden, der vorbeikommt, der wollte das vor Ort sehen. Wir haben mal, wie gesagt, die drei Module aufgebaut, um das so ein bisschen herzuleiten. Von Victron haben wir jetzt einmal so einen kleinen Testaufbau gemacht, um einfach die Leistung so ein bisschen zu vergleichen und so beispielhaft ein bisschen mit Wi-Fi, Bluetooth-Technik, mit Busbars, haben wir so ein bisschen mit dabei gegangen. Genau, das ist jetzt halt kein... Ein Lebendaufbau einfach. Genau, da kann man mal was ausprobieren, was anstecken. Genau. Ey, du hast einen Defekt hier am lebenden Objekt. Und das sind halt keine Dummies, sondern die funktionieren alle. Rein theoretisch kann man es abschrauben und direkt bei euch im Camper verbauen. Ja, geil. Ist wie es ist. Alles klar. Zeig mir mal was Neues. So, wir gehen jetzt beide mal rein. Hier, das, ja, damit wir wissen, unter welchem Stern wir hier arbeiten. Okay. Genau, jetzt rein. Hier ist unser Indienst. Moin! Moin! Wenn man jetzt hier anruft irgendwie so bei der Raketenhotline, dann landet man hier, oder ist das? Die Raketenhotline ist die Technik. Ja. Der Innendienst hier bei uns hält uns wirklich komplett die gesamte Auftragsabwicklung, alles was im Backoffice passiert, Die Online-Bestellung. Ja, und das kommt komplett in den Rücken frei. Okay. Also vielen Dank, die haben Leute. Gute Laune, ne? Nicht schlecht, dass die Küche so sauber ist. Wir filmen da jetzt nicht hin, aber die Küche ist sauber. Ja, versprochen, versprochen. Wo ist Noah eigentlich? Noah hat sich hinten versteckt. Ist doch schon wieder warm hier. Also warte, ich bin jetzt hier im Marketing. Habt ihr ein Upgrade gekriegt? Ganz schön groß geworden. Ja, ein neues Büro. Bisschen schicker. Geil. Ganz gut auch. Was macht ihr hier? Genau, wir betreuen die Webseite und betreuen natürlich auch den Online-Shop, weil wir ja nicht nur die Webseite von der Wattstunde haben, sondern auch den Online-Shop Solarkontor. Dann haben wir noch Amazon und eBay, was auch betreut werden will. Alle Druckprodukte, dann die ganzen Social-Media-Accounts mit Instagram, YouTube und Facebook. Kennst du das alles? Alter, ne? Verstärkung ist auch da. Wer lächelt da hinten? Das ist Janine, die kümmert sich um die Grafik. Wir haben, das meine Janine, da ist noch eine Janine. Du machst Grafik hier? Machst du wirklich so einen Zollstock? Ich hätte gerne einen richtig schönen Gliedermaßstab von Wattstunde. Wann kommt der? Feuerzeug. Feuerzeug? Cool, also Grafik machst du alles. Genau, und solche Sachen. Okay. Alles, was Druck ist. Alles, was Druck ist. Wenn es mit Druck geschehen soll, dann hier bei der Janine. Geil. Vielen Dank. Tschüss. Hier haben wir unseren Technikprüfstand. So. Alter. Ja, wenn jetzt was kaputt ist, dann kommt das hier rein, oder? Ja, zum Beispiel defekte Teile oder wenn wir, wie zum Beispiel hier jetzt einen Dauertest machen oder eben hier so eine offene Batterie. Das sind eben so Sachen, die wir dann hier machen. Ach so, das heißt, du schließt das Ding hier mal an und machst mal so einen Dauertest, oder? Genau. Kommt das vom Kunden oder was war los mit dem Ding? Ja, nee, das ist jetzt ein Prüfstandsteil. Ach, ihr checkt dann wirklich, ob die Herstellerangaben passen? Genau. Das ist ja geil. Und was habt ihr hier vor? Züchtet ihr hier Pflanzen, oder was? Das ist unsere kleine elektrische Sonne quasi, um die Solarpaneele zu testen. Boah, echt jetzt? Ja. Was ist das hier? Lithium? Genau, das ist eine offene Lithiumbatterie. Das hat man bestimmt auch nicht so oft. Janine, komm mal her, dass man einfach in so eine Lithiumbatterie reinfilmen kann. Das heißt, wenn mal irgendwas defektmäßig reinkommt, könnt ihr das hier richtig selber durchmessen, genau, wir gucken quasi alle Defekte oder alle Retouren, die von Kunden geschickt werden, gucken wir uns an und dann eben, wird es ausgetauscht, wenn es ein Defekt ist oder eben dem Kunden der Fehler gezeigt. Hi. Vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne, bald. Danke. Nur, was haben wir hier noch? Warte. Vegan. Ja, natürlich vegan. Echt jetzt? Natürlich. Ausbildung? Welches Lehrjahr? Zweites. Was genau? Fachinformatiker für Systemintegration. Ich habe gelernt, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung. Gott, mein Beileid. Ja, wir sind hier im B2B-Bereich. Ja. Wir sind für die Geschäftskunden zuständig. Was sind denn das für Geschäfte? Also ich dachte eigentlich immer, dass es ein Privat-Online-Shop B2C ist. Eine eure ganz Paletten. Eine große Bandbreite an Händlern und eben Verbrauchern, die wir eben betreuen. Das bedeutet, wir haben kleine Manufakturen, wir haben die kleinen Verbauer sozusagen, der eben solche Fahrzeuge ausbaut. Ja. Wir haben aber eben auch so größere Hersteller, sage ich jetzt einfach mal, wo wir dann eben direkt ans Band liefern. Ne? Vielen Dank, mein Lieber. Bis bald. Hau rein. Ciao. Okay, weiter geht's. Nee, guck mal, Janine, da bist du. Oh. Ja.
Ja, das kann man abnehmen, alles ist gut. Das sollte so. Das ist übrigens das Büro vom Chef. Ach guck mal, der sitzt auch gerade dran. Ey! Ja. Können wir mal reinkommen? Martin, Sari, altes Haus. Schön, dass du da bist. Is, ey! Ja? Wie geht das? Gut. Wir wollten mal reinschneiden. Wo kommst du denn her? Hör doch auf, ey. Ja, wir sehen, dass aus Österreich gekommen. Aber du weißt ja eh schon Bescheid. Wir filmen ja heute ein bisschen rum. Ja, schön. Und ich gucke mir dann mal ein bisschen deinen Laden an. Ja. Ich hoffe, du hast nichts zu verstecken. Ich hoffe, dir gefällt alles, was du siehst. Vielleicht nehme ich das eine oder andere mit. Sehr gerne. Also, wirst du gut rumgeführt? Ja, Noah macht das gut. Sehr gut. Noah macht das gut. Oder soll ich unter die Arme greifen? Ja, vielleicht kannst du ja das eine oder andere. Ja, dann komm, lass ja. Okay, ist das. Scheiße, ey, jetzt hat er das. Kommen die schönen Sachen. Oh. Ist ja hier alles immer so. Oh. Aber das ist der Online-Shop. Das ist jetzt hier Solarkontor, ne? Das ist der Online-Shop, das ist Solarkontor. Völlig. Das ist eine der drei Hallen. Eine der drei Hallen. Braucht jemand noch mal ein Anschluss-Set-Kabel? Voll. Hier noch zu Gange. Oh, hier kann ich überall in die... Oh, hier kann ich... Oh, love it, ey. Genau, geil. So oh Gott, hier darfst du mich nicht alleine lassen. Ne? Hier ist echt so, oh Gott. Okay, ist das alles Victron Energy, alles was blau ist? Alles Victron. Oh, was ist... Oh Gott, echt jetzt. Ist das dein Scheißernst? Ja, ja. Hier stehen unsere ganzen Lithium-Batterien. Lithium! So, wie du sehen kannst, steht hier einiges voll. Kann ich nur mal hier was mitnehmen? So. Ja, hier klären wir den Lithium unterm Arm. Oh, wie kommt die an? Die Lix-Serie? Also ja. die Lix, vor allem die LT-Serie, gerade jetzt zu dieser Zeit, kommt ja sehr, sehr gut an. Ja, wirklich, ne? Durch den Low-Temperature-Effekt, dass sie eben bei Minusgraden aufheizt. Ja. Perfekt. Also das ist auch das, was gebraucht wird, ne? Ja, wirklich. Sonst hast du einfach ein Problem. Ja. Da gehen die Zellen kaputt wahrscheinlich. Ne? Nee, es findet einfach keine Ladung statt. Ach so, guck, wieder was gelernt. Ja, wir haben hier noch ein kleines Problem. Ja. Die Heizung läuft nicht. Aber wieso? So ein Hamburger Jung friert nicht. Hamburger Jung friert nicht. Hamburger Jung friert nicht. Was ist das? Was ist? Was ist? Wie schnell könnt ihr dann wirklich versenden? Im Solarkontor-Shop bestellen? Weil es war irgendwie gefühlt immer sau schnell. Was habt ihr da für einen Umsatz? Im Sinne von Zeit, bis das rausgeht und Tracking und sowas. Weiß das einer? Also tatsächlich, wenn die Ware ankommt und bezahlt wird, kommt hier sofort ein Ausdruck raus mit Aufkleber und allem drum und fertig. Ja. Und dann geht der Picker los, pickt die Sachen, gibt sie den Packer und dann wird verpackt. Und dann steht das hier bereit. Letztendlich, der Flaschenhals ist DHL und die Spedition. Ja, aber Marc, für dich hätten wir das persönlich vorbeigebracht. Ah, danke du. Vielen Dank, dass du mich hier nochmal so ein bisschen durch die heiligen Hallen geführt hast. Sehr gerne. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch langsam durch und verabschieden uns. Mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier reingucken durfte bei euch. Und für alle anderen Sachen sehen wir uns dann nochmal wieder, wenn es irgendwelche Technik-Updates gibt. Und vielen Dank, dass ihr auch dabei wart, zugeschaut habt und wir sind raus. Ciao. Ciao. Gesagt, aber in der Anmoderation, wenn ich hier bin, ich möchte alles erfahren, alles anriechen, lecken, schmecken. Weißt du? Und Marco, hast du noch eine offene Batterie mit zwei Polen? Er möchte gerne an die Polen lecken.